So, der nächste bei uns, Nummer 17, Samuel Abifade. Bevor wir mit irgendeinem Interview loslegen, jetzt hast du die Möglichkeit, für die ganzen Waldhof-Fans Entschuldigung zu sagen. Ja, also vielleicht Entschuldigung nicht, weil ich war eigentlich sehr stolz darauf, was ich da letzte Saison gemacht habe in dem Spiel. Klar, es ist natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt hierher gewechselt bin und ich mir viele Sprüche anhören muss, aber es gehört dazu, so. Aber ich denke, die Waldhof-Fans werden mir das verzeihen. Ich denke auch, dass vielleicht gerade durch die drei Tore du vielleicht auch hier bist. Genau, unter anderem, ja, natürlich. Also bei so einem Spiel macht man ja auch auf sich aufmerksam. Und ja, kleines Bewerbungsschreiben vielleicht gewesen. Ja, kann sein. Wo fühlst du dich auf dem Platz am liebsten zu Hause? Ich würde sagen offensiv. Also allgemein im Offensivbereich, linke Bahn, das ist so mein Zuhause, ja. Okay, also lieber links, aber kannst auch woanders spielen. Ja, ich kann auch rechts, mal von rechts in die Mitte reindribbeln und mit links schießen, das natürlich auch, aber ich fühle mich schon wohl auf der linken Seite, ja. Okay, jetzt hast du ein bisschen den Norden hinter dir, kommst gebürtig aus Braunschweig, habe ich gesehen. Genau. Gab es von deiner Braunschweiger Zeit oder einfach so vom Dasein in Braunschweig schon irgendwelche Berührungspunkte mit dem Waldhof? Oder war das da noch so gar nicht so das Thema? Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin damals dann mit 18 in die Profimannschaft von Braunschweig gekommen und das war dann dritte Liga, aber da war Waldhof noch nicht in der dritten Liga, glaube ich, soweit ich das weiß. Deswegen habe ich damit noch nicht keine Berührungspunkte gehabt. Klar kannte ich den Verein, dadurch, ja, als Fußballer weiß man ja über Fußball-Deutschland Bescheid, über die meisten Vereine, vor allem auch Regionalliga und aufwärts. Und ja, dadurch kam es hier, aber kein direkten Berührungspunkt. Genau, dann warst du im schönen Lübeck mal, also die Stadt finde ich sehr, sehr schön. Eine schöne Stadt auf jeden Fall. Dann ging es nach Meppen, finde ich persönlich auch einen sympathischen Verein. Ich meine, Hasan Amin kam ja auch aus Meppen, ne? Also wir haben ja schon ein paar Berührungspunkte mit Meppen gehabt. Mhm. Außerdem fand ich es dort immer vom Gesamtbild so ganz angenehm, muss ich sagen. Ja. Ich war immer gerne in Meppen, jetzt nicht ergebnistechnisch, das muss ich natürlich auch dazu sagen. Ja. Aber jetzt bist du ja dann vom hohen Norden im Süden. Wie kommst du mit den Temperaturen hier zurecht, muss ich ja erstmal fragen. Also es ist ja gefühlt 15 Grad wärmer hier im Schnitt. Also als ich am Montag das erste Mal hier trainiert habe, es war schon ein Unterschied, man merkt das auf jeden Fall. Mir wurde auch häufig gesagt, dass das hier wohl die wärmste Region Deutschlands sei. Spürt man auf jeden Fall. Vor allem das Training dann am Dienstag, da hatten wir Doppeltraining. Ich glaube, da waren fast 36 Grad. Ja, das ist schon brutal. Ja, dieses Jahr ist, glaube ich, eh sehr, sehr heftig. Aber könnt mir schon vorstellen, dass es ein Unterschied ist, wenn du die ganze Zeit im Norden gekickt hast. Ja, man fühlt es auf jeden Fall, ja. Also wirst du hier zum Schönwetterfußballer vielleicht? Nee, das auf gar keinen Fall. Nein? Also magst du Regenwetter auf dem Platz? Klar, Regenwetter. Vor allem, wenn der Platz nass ist, da läuft der Ball besser. Man kann viel besser schießen, flach. Kommt der härter, kommt der besser, ja. Geil. Cool, ja, finde ich mal schön. Ne? Also über sowas reden wir eigentlich auch extrem selten. Wie viel Einfluss, wenn wir schon dabei sind, wie viel Einfluss hat Wetter für so ein Fußballspiel? Also kann man das irgendwie so beziffern? So, heute ist wieder so trocken und heiß, scheiße. Also oder? Klar, es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber man muss natürlich einfach vom Kopf her sich auf alles einlassen und zwar zu 100% sagen, egal was jetzt für Umstände sind, ich ziehe jetzt den komplett durch. Aber natürlich ist... Ich sag mal so, wenn es jetzt 20 Grad sind, leichter Niese, der Platz ist ein bisschen nass, man kann einen Kurzabend spielen, ja, das ist natürlich perfekte Rasenbedingungen, perfekte Temperaturen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Naja, so wünscht man sich das natürlich, aber das gibt es vielleicht ein, zwei Monate im Jahr und den Rest muss man halt dann einfach durchziehen und sich der Situation immer anpassen. Ne? Wie würdest du dich charakterisieren als Spielertyp? Als Spielertyp charakterisieren würde ich mich als, dass ich sehr schnell bin. Ordentlich Physis mitbringe, so Tempo-Dribblings, Abschluss und einfach auch Zweikampfstärke. Ja, das würde ich so als Spielertyp sagen. Und Janik sagte jetzt vor dem Interview, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ist ja für alle anderen auch blöd, ne? Aber dann müssen die anderen halt daran arbeiten. Also der sympathischste Neuzugang wurde mir zugeflüstert, bist du. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder unterstreichen? Bist du einfach so ein lockerer, lustiger, cooler Typ? Ja, also das hat viel mit meiner Mutter zu tun. Die hat mir immer beigebracht, sehr demütig zu sein und einfach eine Frohnatur zu sein. Meine Mutter ist selber so und die hat mir das beigebracht von klein auf. Und da weiß ich einfach, dass ich jedem Menschen Respekt zolle, mich mit denen gut verstehe, direkt offen bin. Und ich bin auch ein Mensch, der viel lacht. Und der immer glücklich ist. Also
natürlich, man kann nicht immer glücklich sein, aber es versucht immer glücklich zu sein und auch sein Umfeld dadurch anzustecken. Ja. Mit deiner offenen Art bist du ja in Mannheim eigentlich genau richtig, weil also so charakterisiere ich uns Mannheimer eigentlich auch immer, dass wir eigentlich auch total offen, zwar sehr direkt auch sein können, aber absolut offen. Hast du auch so das Gefühl, wenn du in Mannheim schon mal unterwegs warst, dass es eigentlich schon so cool passt? Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt schon mal ein bisschen in der Innenstadt unterwegs. Auch jetzt bei den Testspielen, da waren ja auch schon einige Fans da. Da wird einem schon gesagt, was sie von einem erwarten, auf jeden Fall. Aber alle super freundlich und haben mich hier im Club willkommen geheißen. Also das passt auf jeden Fall. Was wird dir da so gesagt? Das ist auch mal ganz, ganz interessant zu hören, weil ich quatsch ja die Spieler auch oft voll so, ich erwarte das und erwarte das. Was haben die Fans so gesagt, so im Schnitt? Ja, also die haben natürlich gesagt, so, man muss es ja auch ganz ehrlich so ansprechen, ich habe die Saison 3 Tore gemacht und das waren 3 Tore gegen Mannheim. Und für mich selber habe ich mir natürlich mehr vorgestellt, dass ich mehr Tore mache. Und das, ja, das hat ja jeder andere auch gesehen oder stellt sich jeder andere auch vor. Und dann kam dann halt von den Fans, so 3 Tore sind schön, aber mindestens 3 Tore gegen andere Mannschaften und natürlich noch mehr. So, okay. So war's halt. Ja. Und das ist für dich selbst auch das Ziel? Ja, 100%. Einfach eine konstantere Leistung die ganze Saison überzubringen. Mehr Tore, mehr Vorlagen, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel, ja. Ja. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß hier in Mannheim, dass du dich richtig wohlfühlst. Wir freuen uns auf dich. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich kann es auch nur bestätigen, was Janik sagte. Also jetzt von den, ich kenne euch ja auch alle noch gar nicht. Ich habe mich ja sehr zurückgehalten, bin jetzt das erste Mal da. Von daher freue ich mich auch auf dich und mal gucken, wo die Reise so hingeht. 100%. Danke dir, dass du da bist. Danke. Dankeschön.